Ja, hallo auf unserem YouTube-Kanal. Fein, dass ihr da vorbeischaut. Kaum zu glauben, vor einer Woche haben wir ja noch fast Schnee geschaufelt. Darum stehen unsere Schneeschaufeln noch da. Es ist ja jetzt schon Ende März. Es war immer kalt. Aber jetzt ist Gott sei Dank der Frühling da. Und im Frühling, Anfang bis Ende März, ist eine der besten Zeiten, um Obstbäume zu pflanzen. Genau genommen, um wurzelnackte Obstbäume zu pflanzen. Was heißt das? Wir haben da jetzt zum Beispiel einen wunderschönen Pfirsichbaum. Den haben wir uns letzte Woche mitgenommen von Rheinviertel, von Bolsdorf, vom Schreiber Dominik. Wir haben da jede Menge mitgenommen. Und dieser Pfirsichbaum hat die Ehre, dass er bei uns im Steinbach gepflanzt wird. Das ist ein ganz schönes Teil. Und in dem Video heute möchte ich euch ein bisschen erklären, auf was man da aufpassen sollte oder wie das Ganze funktioniert. Ja, wurzelnackt heißt im Prinzip das. Man sieht, die Wurzeln sind frei da. Es gibt keinen Wurzelballen und es gibt auch keinen Topf. Der Vorteil von sowas ist natürlich, dass der relativ leicht und schön anwächst, weil die Wurzeln dann gleichmäßig wieder weiter wachsen. Ist einer von den besten Formen, Obstbäume zu pflanzen. Einziger Nachteil, was da ist, man kann das nur im zeitigen Frühling, wenn der Baum noch nicht austrieben hat. Und wenn er noch nicht im Wachstum ist, oder man macht es ganz spät im Herbst, am besten November, Dezember, wenn der Baum schon abgeschlossen ist und das Laub auch wieder weg ist. In der Ruhephase kann man das super machen. Das Zeitfenster ist allerdings sehr begrenzt. Wichtig ist, wenn man so einen Obstbaum erhält, heuer der Dominik hat selber gesagt, im Weinviertel war es sehr, sehr trocken, dass man den Baum sofort 2-3 Tage tief ins Wasser stellt. Man sieht es, wir haben ja da eingewässert gehabt bis zur Krone, 3 Tage. Grund dafür ist, dass er sich doch nochmal super ansaufen kann mit Wasser. Das braucht er im Frühling, dass er dann wegwachsen kann. Wichtig ist, wenn man so einen Obstbaum pflanzt, dass man die Wurzeln frisch anschneidet überall, die kleinen und verletzten weg. Man sieht es da. Der frische Anschnitt hat diesen Grund, dass dort dann gleich feine Haarwurzeln sich bilden und der Baum sofort wieder mit der Wasseraufnahme beginnen kann. Da sieht man schön, wie er veredelt ist. Also einer der ersten und wichtigsten Schritte, Baum wässern. So, und jetzt schauen wir zum Standort und da gleich dann noch ein bisschen was weiter. Ja, wir setzen den Baum da an unsere alte Blossteinwand. Das heißt so bei uns im Mühlviertel, das ist typisch für unsere Bauregion. Das ist Granitstein quasi mit Kalk verputzt. So ist früher im Mühlviertel gebaut worden. Und so schaut das an dem alten Haus aus. Wir finden da, passt super Pfirsichbaum her. Jetzt ist Abend, das heißt, diese Seite ist die Westseite. Ist einer der besten Seiten, wo man einen Pfirsichbaum oder einen Marillenbaum im Freien setzen kann. Warum ost- oder westseitig? Das ist ganz einfach. Wenn man südseitig setzt und die Sonne im Frühling ganz stark draufknallt, dann fängt er relativ bald zu blühen an. Und wie es bei uns mit der Spätfrüste ist, aber generell jetzt überall, wenn der dann schon in einer Woche blüht und dann der Frost kommt, dann frieren die Blüten. Und darum setzt man entweder an West- oder Ostseiten, weil dort natürlich nicht so viel Licht ist und der Baum dann ein, zwei Wochen später blüht. Das ist der Grund, warum man da hierher setzt. Und wir haben den jetzt da auserkoren. Der nächste Schritt, was wichtig ist, dass man eben zurückschneidet. Zurückschneiden muss man aus dem Grund, weil er natürlich, weil er die Wurzeln verloren hat, oben die Krone viel zu groß ist. Dann macht man einen schönen Erziehungsschnitt. Also alles, was da so trocken ist, schneidet man sowieso mal weg. Wir werden den da ein wenig als Spalier ziehen. Den werden wir nachher so auseinandergeben. Darum schneiden wir die zwei weg. Da sieht man, dass er verletzt ist bis da runter. Jetzt gehen wir das auch runter. Das wird der neue Leitast, den lassen wir noch gehen. Und das ist der Nebenast, den schneiden wir ein bisschen drunter ab und leiten ihn dann da ab. Wenn man pflanzen jetzt, sieht man da die Veredelungsstelle, die lassen wir von der Hausseite weg. Wenn man da jetzt da stehen hat, sieht man es ein bisschen. Also wir werden den Ast da so rüberziehen und vielleicht da dann auf die Seite. Müssen wir uns nachschauen. So steht er am besten da. Und so kann man dann die Äste schön auseinanderziehen und kann er da als Spalier raufziehen. Das heißt, die hinteren Äste, da brauchen wir auch nicht, weil die wandseitig sind. Je stärker der Rückschnitt, desto leichter wächst er auch an. So.
Dominik, ich hoffe, du besserst mich aus, wenn ich nicht einen Blödsinn hätte. Aber ich glaube, so müsste ungefähr passen. Der geht noch angeschnitten. So. So ist er jetzt optimal geschnitten und vorbereitet für die Pflanzung. Da ist er auch schon trocken. So, der nächste Schritt ist dann, dass man sich ein Pflanzloch macht. Wir haben dazu unsere wunderschönen Spaten. Also das Pflanzloch soll mindestens so groß sein, dass man den nicht irgendwie reintauchen kann, sondern dass da rundherum genug Platz ist, dass man den leicht locker reinstellen kann. So, der kommt mal weg. Da haben wir jetzt die Mitte des Hauses. Da waren natürlich die Schuhe super, aber die stehen auf der anderen Seite. Aber wir bringen das so ein. Das ist mal die Großnarbe. Klopft man da ein bisschen runter. Darunter beginnt jetzt die Humusschicht. Die werden wir da jetzt in die Scheibtruhe reingeben. Wir haben uns da jetzt ein Gemisch hergerichtet. Das ist Gartenhumus mit Kompost vermischt. Wichtig, wenn man Kompost am Anfang nimmt, der sollte schon alt sein. Also er darf nicht mehr so viele Nährstoffe haben, das mögen die Bäume am Anfang nicht. Aber das ist die Erde, was wir da jetzt nehmen werden. Also keinen frischen Kompost, keinen Mist und so dazugeben. Düngen kann man die Bäume dann in 2-3 Jahren, aber am Anfang zum Anwachsen ist das nicht so optimal. So. Typisch bei uns im Steinbruch, durch das Erhalt des Hauses, es kommen sofort irgendwelche Eisenteile nach vorne. Gott sei Dank wird der Eisenpreis jetzt wieder ein bisschen besser. Dann werden wir das mal zum Altstoffzentrum bringen. So, die Erde gehen wir da mit rein und vermischen es dann. Das ist jetzt unser Pflanzsubstrat. So, die Erde darunter lockern wir nur ein bisschen auf. Dann schieben wir uns das da mal her. Gut gemischt. So, wunderbar. So, wir haben dann da diesen wunderschönen Pfirsichbaum. Jetzt schauen wir, wie er am besten da steht. Wichtig ist, dass er eben so locker da steht. Die Veredelung stellt, darf nie unter der Erde sein. Also der Baum soll eben ganz locker da in der Erde drinnen stehen. Macht er jetzt, schön ausgerichtet. Da in der Mitte, dass er einen schönen Spalier ziehen kann. Und dann gibt man ihm einfach diese Erde da wieder locker rein. Man kann dann ein bisschen so schütteln. Wichtig ist, dass da keine Luft bei den, dass die Wurzeln wirklich einen guten Kontakt haben zum Mutterboden. Man soll ihn auch nicht ganz stark, also mit den Füßen also richtig reintreten, dass es alles verdicht ist, das ist ein Fehler. Einfach ganz locker und ein wenig schütteln, dass der schön da steht. Dann geben wir ihm noch ein wenig Erde dazu. So.
So schaut es dann fertig aus. Man macht dann da ein wenig so eine Gießscheibe runter rüber. Wichtig ist ja, dass er das unkrautfrei und grasfrei bleibt am Anfang da. Man macht das aber in Mulde. Das hat der Grund, wenn es regnet oder wenn man gießt, dass das Wasser alles direkt zum Stamm geht und zu den Wurzeln. So. Und somit haben wir wieder mal einen weiteren Baum da im Steinbruch gepflanzt. Normalerweise, wenn man so Obstbäume setzt, gehört natürlich auch ein Pflock rein, wo man stabilisieren kann. In dem Fall bei einem Spalierbaum baut man jetzt dahinter dann ein Spalier. Das heißt, man setzt da zwei Holzpfeiler, macht dann alle halben Meter einen Holzpflock rüber und da wird der Baum dann angebunden. Dann kann man sich in dem Fall jetzt das Pflocken sparen. Und wenn er Austrieb hat, wird man weiter erziehen. Dann schauen wir mal, ob wir heuer vielleicht schon einen Pfirsich naschen können. Jetzt gießen wir noch mit Wasser an, das ist auch wichtig. Also am Anfang, bis der Baum gut ausgetrieben hat, muss man wirklich wöchentlich zweimal gießen. Nachher, wenn der Baum verwurzelt ist, braucht er eigentlich nicht mehr gegossen werden, da sucht er sich das Wasser selber. Aber am Anfang gehört er eben wirklich gut gewässert, damit es dann auch richtig anwachsen kann und funktioniert. So, das ist das Thema eben wurzelnackte Obstbäume pflanzen. Ist sicher einer der besten und effektivsten Arten, Obstbäume zu verpflanzen. Geht natürlich in Container oder in Balen auch. Aber so ganz früher oder die ganz echten Baumschüler setzen das natürlich alle so, weil das die einfachste und beste Lösung ist. Und somit wird das gemacht. Ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken. Und schöne Grüße an Dominik. Schauen wir, wie er wächst.